Gut, dann begrüße ich Sie zu dieser, es ist eigentlich eine Lesung und ich möchte mich auch bedanken bei Mario, ist schon wieder gegangen, aber für diese Einladung, dass ich das hier präsentieren darf. Es handelt sich um ein E-Book, das ich vor ein paar Jahren veröffentlicht habe. Da das Thema ja aus der weiten Vergangenheit ist, ist es immer noch gleich aktuell wie damals. Ich habe ein paar Flyer dabei und viel Werbung, aber eigentlich geht es darum, dass ich ein bisschen daraus vorlese. Genau. Und zwar ist eben der Auslöser dieses Buchs war ja, dass ich viel mit Freunden auch von früher oder auch neue Leute, die ich getroffen habe, gab es so den Punkt, wo man gemerkt hat, hey, du hattest doch auch einen Commodore 64 und ja, Gamen und so damals. Und da hat man dann so Geschichten ausgetauscht und das war sofort gute Stimmung. Das macht einfach Spaß, oder? Man erinnert sich gerne an die gute alte Zeit. Etwas, was mir dann noch geblieben ist, haben mir dann Kollegen Geschichten von mir von früher erzählt, die ich vergessen hatte, völlig vergessen, oh ja stimmt, das war ja. Und da habe ich gedacht, hey, ich schreibe das mal auf, oder? Weil es macht mir gute Laune, vielleicht macht es jemand anderen auch gute Laune, das mache ich doch einfach. Und jetzt so zum Starten habe ich noch aus dem Tagi habe ich einen Artikel mitgenommen, weil ich finde, der passt ganz gut zum Thema hier. Und es geht über Nostalgie. Früher war selbstverständlich alles besser. Und da betrachtet man die nostalgischen Gefühle aber als Krankheit. Im 17. Jahrhundert beschrieb der Schweizer Mediziner Johannes Hofer einige Menschen, die fern ihres Elternhauses schier eingingen vor Gram und Traurigkeit. Der junge, ehrgeizige Arzt witterte medizinisches Terrain, das er für sich abstecken könnte. Und er fand ein Leiden, das er in seiner Dissertation an der Universität Basel beschrieb. Er nannte es Nostalgie. Er sprach von blockierten Lebensgeistern in Nervenbahnen, von dickem Blut und gefährlichem Ungleichgewicht und das am Ende dann zum Tod des Betroffenen führen könnte. Um das Leid zu lindern und Nostalgie zu heilen, empfahl er Abführ- und Brechmittel, Quecksilber, Wein und großzügige Aderlässe. Nostalgiker gelten heute zwar nicht mehr als krank, aber immer noch ein bisschen als schrullig und weltfremd. Bis heute werden sie gerne belächelt. Nostalgie zu belächeln ist jedoch falsch. Im Gegenteil, nostalgische Gefühle entfalten positive Wirkung. Die Vergangenheit in ein gnädiges Licht zu tauchen und mit Freunden gemeinsame Erlebnisse zu beschwören, schweißt nicht nur abends am Lagerfeuer zusammen. Nein, solche Momente sind auch Ausdruck der phänomenalen Schutzmechanismen des menschlichen Geistes. Nostalgie ist eine weit verbreitete und elementare menschliche Erfahrung mit wichtigen psychologischen Funktionen. So wie die Liebe stärkt sie soziale Bindungen. Wie Stolz erhöht sie die Selbstachtung und wie Freude erhöht sie das Wohlbefinden, schrieb Tim Wildhut. Überschätzen sollte man diese Gefühle allerdings auch nicht. Es handelt sich stets um einen kleinen Effekt. Die Erinnerung an frühere Zeiten aktiviert offenbar die guten Seiten im Menschen. So lässt sich eine Studie von Francesco Cino von der Harvard Business School interpretieren. Sie weckte Kindheitserinnerungen in ihren Probanden, indem sie Anekdoten aufschreiben ließ. Sie beobachtete, dass dies prosoziales Verhalten begünstigte. Wer sich zuvor an schöne Momente aus der Vergangenheit erinnert hatte, spendet anschließend mehr. Okay, das haben wir ja dann gute Stimmung hoffentlich. Genau. Gut, das ist jetzt aber eben aus dem Tagi-Artikel. Ich wollte eigentlich aus meinem E-Book vorlesen, aber den Artikel fand ich einfach noch nett. Das passt wirklich hier zur ganzen Veranstaltung. Uns hat auch besser irgendwie beschrieben, eben diese guten Gefühle, die das auslöst, wenn man sich an diese Kindheitserinnerungen, wenn man die wieder aufwärmt. Ich wollte schnell eine kleine Umfrage machen, also Commodore 64 und diese Spiele, wer hatte denn einen, wer hat gespielt? Gut, ja, dann muss ich da vielleicht die eine oder andere Erklärung noch bringen, dann, wenn ich das vorlese, das kann ich dann gerne machen. Genau, und da draußen hätte sie auch noch ein paar, habe ich gesehen. Kann man das vielleicht dann auch nachvollziehen. Gut, ich glaube, ich fange mal an, mit, jetzt aus meinem Buch.
ich springe in ein Kapitel ein, das ist das zweite Kapitel, das heißt Jäger und Sammler. Passt gar nicht so schlecht zum Talk, den wir da vorher hier gehabt haben, zum Sammeln. Ja, und ich muss noch vorausschicken, eigentlich hatten wir gar keinen C64, wir hatten einen C128 und der hatte einen Modus, ein C64-Emulationsmodus oder was, lief genau gleich wie ein C64 und das war 95%, haben wir den so betrieben, mindestens. Gut, ich fange an. Im Lieferumfang unseres C128 war kein einziges ansprechendes Game dabei. Es gab ein legendär lahmes Spiel, worin ein lieblos animierter Frosch Fliegen fangen musste. Und das durch Drücken der Taste 1 bis 9. Das war ja noch mieser als das Reverse-Spiel auf dem Compu-Cord meines Vaters. Zum Glück schenkte mir mein Patenonkel, der sich offenbar vorgängig informiert und vom neuen Computer erfahren hatte, das Game Spy Hunter, für $69 in den USA erstanden. Es war ein Autorennen unter Einsatz von Spezialwaffen und mit echtem Sound, das war das Peter Gunn-Theme, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, so dum-dum-dum-dum-dum-dum, alles klar. Genau. Die Grafik war bunt und scrollte schnell, die Steuerung war flüssig und erfolgte über den Joystick, nicht über die Tastatur. Wir erreichten schnell anspruchsvolle Levels und wurden mit einem Eintrag in die Highscore-Liste belohnt. Ich hatte es doch geahnt, so konnten richtige Computerspiele sein. Ohne diese Spy Hunter hätte sich vielleicht der C128 wahrscheinlich zu den weiteren Fehlkäufen meines Vaters in den Estrich gesellt. Trotzdem wurde auch Spy Hunter bald langweilig. Ich wollte mehr und ich wusste, dass es mehr gibt. Nun war ich ja Pfadfinder. Zwar nicht ganz freiwillig und auch nicht mit großer Begeisterung, aber doch praktisch jeden Samstagnachmittag. Ich verirrte mich im Rahmen dieser Freizeitbeschäftigung schon das eine oder andere Mal im Wald. Als Entschädigung fand ich bei den Pfadis die Bestätigung meiner Ahnung. Die Computerspielewelt war tatsächlich groß und bunt. Das kam so. Der Chef meines Truppenteils, also der Truppenteil hieß Fähnchen Hirsch und der Chef hieß Omega. Also dieser Chef hatte selber auch kein besonderes Bedürfnis, für uns Postenläufe in Feld und Wiesen zu organisieren. So kam es gelegentlich vor, dass wir statt einer traditionellen Pfadfinderübung bei ihm zu Hause ein Video schauten oder eben von seiner großen C64er-Spielesammlung profitierten. Omega firmierte mit einem Kollegen unter dem Label Yuma Soft. Omegas Vorname begann mit U, derjenige seines Kollegen mit Ma. Unter dem Decknamen Yumasoft kopierten sie Spiele und tauschten sie mit aller Welt. Wie cool war das denn? Allerdings gab sich Omega recht bedeckt, wenn es darum ging, mir Spiele zu kopieren. Schließlich verfügte die Yumasoft damals über die wahrscheinlich größte Raubkopiesammlung der Region und die wollte behütet bleiben. Nun waren Yumasoft Sammelaktivitäten damals aber schon eher rückläufig. Bald sollten sie nicht mehr die Nummer 1 sein. Als wir wieder einmal eine Indoor-Pfadi-Übung hatten, prahlte ich vor Omega, dass ich das aktuelle Schachprogramm des C64er besiegen könnte. Das schien ihm unmöglich. Er spielte selber ein wenig Schach und musste feststellen, dass er auch mit mehreren Zug-Zurücknahmen keine Chance hatte. Ich war damals der beste Spieler des Fähnchens, denn ich spielte sehr oft mit den Kollegen namens Grün während der Schulpause. Der kommt dann noch später auch noch vor. Omega schlug eine Wette vor. Wenn ich das Programm besiegte, so durfte ich mir ein Startkapital von 10 Spielen kopieren. Falls aber nicht, so musste ich die Chips tüten und weiteres Chaos aufräumen, das wir in Omegas Zuhause hinterließen. Ich hatte äußerst großen Respekt vor dem Schachprogramm. Daher spielte ich extrem defensiv. Ich wählte eine Eröffnung, die sich darauf konzentrierte, meine Stellung einzuigeln. Diese Variante hatte ich auch mit Grün schon gespielt. Es ist aber, soweit ich weiß, keine Standarderöffnung. Das stellte sich als clever heraus, denn dadurch konnte das Programm nicht einfach seine Eröffnungsbibliothek benutzen, sondern musste schon von Anfang an die Stellungen durchrechnen. Dies ist zu Beginn des Spiels, wenn noch alle Figuren stehen, sehr aufwendig.
Hinter meiner Verteidigungslinie begann ich, meine Figuren zum Angriff zusammenzuziehen. Auch dies war eine wirkungsvolle Strategie, denn die sich anbahnende Gefahr befindet sich so relativ lange hinter dem rechten Horizont. Bietet man einem Schachprogramm keine Angriffsflächen, so verfällt dieses oft in sinnlose Leerzüge, denn aufgrund von dumpem Durchrechnen von Stellungen kommt kein fantasievoller Angriff zustande. Als ich meine Bauernlinien für meine massierten Schwerfiguren öffnete, konnte der Computer nicht mehr rechtzeitig reagieren. Zwar wehrte er sich zäh, aber ich verwertete den drückenden Stellungsvorteil in einen Sieg durch Schachmatt. Diese Strategien funktionieren auch heute mit den gängigen Schachprogrammen noch. Letztere sind allerdings im Gegensatz zu mir sowohl in der Taktik als auch in der Rechengeschwindigkeit um mehrere Größenordnungen besser geworden. Heute verliere ich natürlich gegen mein Smartphone. Aber damals gewann ich die Wette und Obega kopierte mir 10 Spiele. Er zeigte mir eine Liste, aus der ich die Spiele auswählen sollte. Einige kannte ich schon und schätzte sie von den Spielesessions bei ihm, zum Beispiel das Autorennen Pitstop. Ich interessierte mich vor allem für die neuesten Spiele. Damals war der fast tägliche Fortschritt der Spieleindustrie deutlich spürbar. In puncto Grafik und Sound fand ein rasantes Wettrüsten statt. Die Spiele wurden auch größer. Auf einer Diskette hatten gleich mehrere Spiele älteren Semesters Platz. Die damals ganz neuen Spiele, wie zum Beispiel Summer Games, ein Olympiadespiel, benötigten nun aber sogar 2 Disketten Platz. Selbstredend entschied ich mich für solche Games. Nachdem der Grundstock meiner Sammlung angelegt war, kopierte Yumasoft mir noch ein paar weitere Spiele. Sie verlangten jeweils kein Geld. Games wurden prinzipiell getauscht oder, wie in diesem Fall, gönnerhaft verschenkt. Die neuen Spiele unterhielten mich und meine Brüder trefflich, aber die Begegnung mit Yumasoft weckte auch eine neue Leidenschaft in mir: Spiele sammeln und tauschen. Eigentlich beschreibt Tauschen die Handlung nicht präzise. Bei einem klassischen physischen Tausch geben beide Akteure etwas her, was sie weniger brauchen, um etwas zu kriegen, was sie mehr brauchen. Wenn ein Gamer damals einem anderen Spiele kopierte, so verlangte er im Gegenzug auch Kopien von Spielen, die er noch nicht besaß. Kommt der Tausch also zustande, haben beide mehr Spiele in der Sammlung. Keiner muss etwas hergeben. Dieser neuartige Tauschvorgang führte dazu, dass wer neue Spiele wollte, sich bemühen musste, neue Quellen für Kopien zu eröffnen. Insgesamt entstand sowohl die Sogwirkung, die zur großen Verbreitung der Games, aber auch des C64 selbst führte. Mein Pultnachbar in der Schule, Ritschel genannt, hatte seit längerem einen C64. Ritschel und ich tauschten alle Spiele, die wir besaßen. Von ihm hatte ich das erste Fußballspiel, ich glaube es hieß Soccer, mit sehr pixeligen und ungewöhnlich großen Spielfiguren in Rot und Blau. Im Zweispielermodus vergnügte es mich deutlich besser als das Original auf Rasen. Es war nicht ganz einfach, Ritschels Spiele zu kopieren, denn die waren auf Tapes, also auf Tonbandkassetten. Sein Interesse an Computerspielen war außerdem nicht besonders groß. Er interessierte sich schon damals mehr für Mädchen. Ritschel war ein sehr quirliger Typ, der die Aufmerksamkeit seiner Mitmenschen brauchte und suchte. Im Fußball musste er immer im Sturm spielen. Die präzise und unermüdliche Rechenleistung von Computern faszinierte uns aber beide gleichermaßen. In der Schule schlug sich das beim Schnellrechnen nieder. Wir beschrifteten Kartonschilder mit der Aufschrift Ready, so wie beim C64, und Running und stellten sie auf, um unseren Fortschritt beim Abarbeiten der gestellten Aufgabe zu signalisieren. Wir waren die ersten Computer-Nerds der Schule. Die Mädchen waren davon nicht beeindruckt und auch dem Mathematiklehrer war das irgendwie nicht geheuer. Also ließen wir es bald wieder bleiben. Ein anderer Schulkamerad, der aus dem gleichen Dorf wohnt, den nennen wir Grün. Und er beschaffte sich bald nach der Episode mit den Kartoschildern ebenfalls einen C128. Nun wollte er natürlich Spiele dafür. Jetzt erst stellte sich heraus, dass der C128 verglichen mit dem C64 doch über kleine Vorteile verfügte. Er besaß standardmäßig ein schnelleres Diskettenlaufwerk.
Wenn man, wie wir, oft ganze Disketten kopieren wollte, war Geschwindigkeit Trumpf. Außerdem gab es eigens für den C128 geschriebene, ausgezeichnete Kopierprogramme. Wir verwendeten oft den sogenannten Turbo-Nibbler. Dieser arbeitete mit zwei Floppy-Disk-Laufwerken. Er kopierte die Disk im einen Laufwerk vollständig auf diejenige im anderen Laufwerk. Dabei ignorierte das Programm die meisten Kopierschutzmechanismen des C64. Besser noch, der Kopierschutz blieb bei der Kopie intakt, so dass die von uns hergestellten Kopien nicht einfach weiterverbreitet werden konnten. Unser Familien-C128 war der erste, war von der ersten in der Schweiz erhältlichen Baureihe. Diese sah aus wie eine aerodynamisch abgeflachte Variante des C64, besaß also noch gewisse Ähnlichkeiten zu diesem. So war auch sein Diskettenlaufwerk extern angeschlossen. Grüns neuer C128D hingegen hatte ein Blockgehäuse, ähnlich wie die aufkommenden IBM-PCs. Und wie bei diesen war sein Diskettenlaufwerk fest eingebaut. Obwohl Grün und ich, wie gesagt, im gleichen Dorf wohnten, wäre es doch unzumutbar gewesen, wenn er seinen ganzen Computer zu mir heim hätte schleppen müssen, um Spiele zu tauschen. Ich nahm also mein externes Laufwerk und meine Spielesammlung in einer eigens dafür gekauften Archiv- und Lagerungsbox mit Schlösschen unter den Arm und lief die wenigen 100 Meter der Dorfstraße entlang zu Grüns Elternhaus. Dort schlossen wir das externe Laufwerk an und schon rüstete ich ihn mit allen Spielen aus, die ich oder einer meiner Brüder bis dahin an Land gezogen hatten. Grün war ein Jahr älter als ich und ursprünglich deutscher Abstammung. Auch er spielte im Fußball gerne Sturm, allerdings nur, wenn er sich dabei nicht viel bewegen musste. Er war ein Einzelkind. Zum einen war er ein bisschen träge und verwöhnt, zum anderen konnte er sehr intensiv sein, wenn er etwas wollte. Zusammen mit seinem Akzent, wenn er Mundart sprach, ergab dies einen eher geringen Popularitätswert in der Schule. Ich konnte ihn aber gut leiden und so kopierte ich ihm meine gesamte Spielesammlung entgegen der Gepflogenheiten, dafür auch Spiele zu verlangen. Dieser karitative Akt sollte sich als eine gute Investition herausstellen, denn Grün würde sich zum äußerst effektiven Beschaffer von Spielen mustern. Grün und ich gaben unserer Unternehmung den Namen M&M Soft. Diese Taufe war natürlich nötig, um im Tauschhandel groß einzusteigen. Man beachte bitte, dass Microsoft uns und größtenteils auch dem Rest der Welt völlig unbekannt waren zu dieser Zeit. Damals mussten die coolen Start-up-Unternehmungen in der Branche einfach XYZ heißen. Das galt für Microsoft, für Jumasoft und eben auch für uns. Außer dem Firmennamen brauchten wir eine Game-Liste. Diese Liste war inspiriert von den Spiellisten der offiziellen Spielehändler, die diese in Fachzeitschriften veröffentlichten. Sie repräsentierte die Aktiven der Firma. An ihrer Länge maßen sich die Kids der C64-Generation. Wir stellten unsere Liste mit einem Programm her, welches wir aus der Beilage einer ebensolchen Spielezeitschrift entnommen hatten. Die erste Game-Liste der M&M Soft umfasste etwa 60 Spiele, von denen sicher die Hälfte nur das Niveau des Froschspieles vom C128 hatten. Im weiteren sozialen Umfeld der Schule fanden wir bald auch in den Parallelklassen Jungs, die C64er besaßen oder andere kannten, die das taten. Ich wechselte zudem später in eine andere Klasse, die geeignete Schüler für die Aufnahmeprüfung des Gymnasiums vorbereitete. Diese Klasse setzte sich aus Schülern aller regionalen Sekundarschulen zusammen und bildete somit einen großen zusätzlichen Pool von potenziellen Spieletauschen. Grün und ich tauschten mit Geschick und auch mit Ehrgeiz. Neue und gute Spiele wurden nicht sofort oder nur gegen eine größere Menge von Spielen herausgegeben. Wir verbargen auch immer die Quellen, sodass die anderen Schüler nicht direkt miteinander tauschten. Auch schützten wir das Know-how, wie Spiele trotz Kopierschutz vervielfältigt werden konnten. So wuchs unsere Sammlung beträchtlich, nicht nur absolut, sondern auch relativ zu den anderen Sammlungen. Was sich wiederum an der Schule herumsprach, so dass wir nun nicht mehr aktiv Kontakte knüpfen mussten, sondern die Tauschwilligen zu uns kamen. In der Anfangsphase nutzte ich meine wachsende Sammlung, um möglichst viele Sahnestückchen aus der Sammlung von Jumasoft zu ergattern.
Diese war noch immer größer als unsere M&M Soft Collection, aber immerhin trat ich jetzt nicht mehr als mittelloser Bittsteller, sondern als Tauschpartner in Aktion. Der Prozess des Absaugens des Schulumfelds und Abtauschens mit JumaSoft lief, bis unsere Sammlung in etwa derjenigen von JumaSoft entsprach. Wir hatten den regionalen Leader eingeholt. So, an dieser Stelle mal eine Pause, Spannungsbogen. Vielleicht zum Aktivieren vom Publikum, Frage zurück. Hatten Sie, was war Ihr Lieblingsspiel auf dem C64, die einen hatten? Zwei Spiele. Zwei Spiele. Also Whistball. Whistball, ja. Winter Games. Ah, ja, klar, ja, das war eine sehr schöne Reihe, da diese Sommer-Winter Games, ja, genau. Und da gab es noch so eine alternative Spiele, irgendwas mit, wie ist das, California Games oder so. Ja, genau. Da wollte ich noch irgendwas fragen, genau, und so Listen mit Spielen, habt ihr das auch gehabt, oder? Ah, sogar eine dabei. Ja, ja. Ich habe vergessen, beim letzten Video auszupacken. Ich habe immer noch eine. Ah, die sieht sogar super aus. Ja, ja, ich habe auch ein Foto noch dabei. Hardware existiert nichts mehr, aber ein paar Sachen habe ich noch abfotografiert, bevor es dann eben weggegeben wurde. Gut, und ist denn jemand unter uns, der wirklich auch diese Spiele geknackt hat? Da gab es ja viele Spiele, die... okay, wow. Ja, Swiss Cracking Association. Ah, okay, wow, cool. Ja, genau. Super, super. Richtig, genau, das war bei uns, das hätten wir auch gern gekonnt, aber... wow, sehr cool. Muss ich schnell auf die Uhr schauen. Ich hätte noch einen zweiten Leseblock dabei. Mögt ihr noch? Gut. Dann springe ich mal. Das ist in das fünfte Kapitel. Und da geht es um die Geschwister. Nehmen noch einen Schluck. Wir waren eine große Familie. Zwar entwickelten alle meine Geschwister eigene Charaktere und eigene Interessen, wie sich das gehört. Es gab aber auch ein paar Gemeinsamkeiten für alle. Neben der Waldhütte der Nachbarsbande, die wir gelegentlich eroberten, und dem Sommerwunschprogramm am TV, das wir gemeinsam genossen, konzentrierte sich die geschwisterliche Freizeitaktivität natürlich auf den C128. Heute wundere ich mich, wie wir es schafften, die CPU-Zeit zu teilen. Es lag wohl an der klaren Hierarchie unter den Geschwistern, welche fast immer das Alter reflektierte. Im Spielbetrieb war ich eindeutig der Chef, die beiden jüngeren Brüder schauten zu mir auf und wollten mir bei den Spielen, die mich derzeit gerade beschäftigten, nacheifern. Der ältere Bruder stand mehr auf seriöse Computeranwendungen. So programmierte er zum Beispiel gerne BASIC. Er war auch der Einzige, der sich mal am CPM-Modus des C128er versuchte. Das war so ein dritter Betriebsmodus, 64, 128 und dieser CPM-Modus, eher auf eben seriöse Anwendungen ausgerichtet. Um diesen in Betrieb zu nehmen, musste man eine Systemdiskette einlegen, welche beim Kauf versiegelt gewesen war. Auf dem Siegel war einer der heute bei Software omnipräsenten Disclaimers. Die dort in legalesisch gehaltenen Warnungen und Verbote hatten mich derart eingeschüchtert, dass ich die Diskette nie anrührte. Mein älterer Bruder wusste aber damit professionell umzugehen. Er ignorierte das Gesülze und öffnete das Siegel. Das hat mich schon beeindruckt. Er hatte ferner einige nette Vektorgrafiken programmiert, was mich letztendlich auch inspirierte, selber zu coden. Des ältesten Bruders größter Beitrag zum Spielebetrieb war sein Pirates-Hack. In Pirates
von dem übrigens immer mal wieder ein Remake erscheint, lenkt man die Geschicke eines englischen Piratenkapitäns mit einem kleinen Kahn, Sloop genannt, und einer Handvoll Männer macht man die Karibik unsicher. Die Spielewelt war sehr groß. Man musste stundenlang übers Meer aufkreuzen, um von Trinidad zu den Bahamas zu gelangen, wenn der Westwind blies. Die Spielewelt war dafür geografisch akkurat modelliert. Wir nutzen daher statt der natürlich fehlenden Spielanleitung die echten Karten aus dem Schulatlas, um Tobago und Hispaniola zu umsegeln oder die Festung von Caracas auf dem Landweg anzugreifen. Nebenbei sei bemerkt, dass der Atlas auf dem Schoß gelegt auch trefflich als Unterlage für den Joystick geeignet war. Er hatte die rechte Größe, um satt auf beiden Oberschenkeln aufzuliegen, war dank seines Gewichts stabil und hatte einen soliden, plastifizierten Deckel, auf dem die Saugnäpfe des Joysticks zuverlässig hafteten. Als Kapitän bei Pirates galt es, möglichst viel Beute zu machen. Die Erzfeinde waren die Spanier, aber auch ein Holländer hatte Gold und Silber an Bord. Mit etwas Glück konnte die sagenumwobene Treasure Fleet abgefangen und um die in der neuen Welt gehorteten Reichtümer erleichtert werden. Auch Schatzkarten durften nicht fehlen. In Tavernen konnte man von abgetakelten Seebären Teile einer solchen Schatzkarte erwerben. Hier gab es auch einen Programmierfehler auszunutzen. Wenn man mit einer unvollständigen Karte den Schatz bereits heben konnte, so zeigten die weiteren Kartenteile plötzlich ein neues X mit einem neuen Schatz. In den Häfen konnte man ferner eine feine Dame der Gesellschaft bezirzen, benötigte die Fähigkeiten Wit and Charm, oder einen gefangenen spanischen Grafen gegen Lösegeld abliefern. Eine große Schwierigkeit des Spiels war, dass man das Seegefecht gegen eine fette spanische Galeone mit ihrer dreireihigen Breitseite nur mit einer großen Mannschaft und genügend Tonnage durchstehen konnte. Eine große Mannschaft aber hungerte ständig nach Beute und meuterte, wenn nichts lief. Pirates war zum Teil in Basic programmiert. Der ältere Bruder begann also, den Spielcode zu verändern, und zwar so, dass die eigene Mannschaft nicht mehr unzufrieden werden konnte. Also konnte man sich eine große Mannschaft halten und große Prisen machen. Am Schluss, wenn der Pirat sich in den Ruhestand begeben wollte, verheizten wir die Mannschaft in Landschlachten, was normalerweise zu Meuterei geführt hätte. Dank des Hacks von meinem Bruder musste unser Pirat die Beute aber nicht teilen. Ja, die Piraterie ist nichts für zart beseitete Seelen. Der Basic-Eingriff des älteren Bruders war nicht trivial, denn die Pirates-Macher hatten ihren Quellcode geschützt, indem das Programm sich selbst einer Prüfsumme unterzog. Er konnte diese Prüfung jedoch aushebeln und machte so die Piraterie in der Karibik erst richtig rentabel. Ansonsten hielt sich der Erstgeborene eher aus dem Spielebetrieb heraus und überließ mir dort die Rolle des Alpha-Tierchens. Ich hatte schließlich auch alle Spiele beschafft und war auch in den meisten der bessere Player. Ich denke, das war für den älteren Bruder nicht einfach zu akzeptieren. Dabei sind heute in praktisch allen Spielen die jüngeren Spieler besser als die Eltern. Aber die familiäre Hierarchie baute nun einmal auf der Überlegenheit des Älteren. Unter umgekehrten Vorzeichen hatte ich ähnliche Probleme mit den zwei jüngeren Brüdern zu regeln. Mache ich, glaube ich, mal einen kleinen Sprung hier. In puncto Übung oder Geschicklichkeit war ich den jüngeren Brüdern kaum überlegen und die Körperkraft zählte nur bei ganz wenigen Computerspielen, zum Beispiel Speedball auf dem Amiga. Genau, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber da musste man wirklich so arbeiten, dass es, ja, das gab Muskeln. Genau. Ich sicherte also meine Überlegenheit, indem ich, wie vorher mal beschrieben, Informationen zurückhielt. Schließlich musste ich diese auch selber beschaffen, respektive herausknobeln. Willkommen im Informationszeitalter. Der jüngste Bruder half mir auch schon mal unfreiwillig bei der Informationsbeschaffung, zum Beispiel im Spiel Wastelands. Für dieses Spiel muss ich ein wenig ausholen. Wastelands war ein Nachfolger von The Bard's Tale, das wird dann auch ganz häufig im Buch beschrieben, aus dem Hause Electronic Arts, das ja immer noch ein
unterdessen eine Riesenfirma ist. Wastelands hat ein ähnliches Spielprinzip, aber komplett andere Rahmenhandlung. Und an dieser Stelle sei mal erwähnt, da wir bei diesem Spiel davon ausgehen konnten, dass wir einen guten Deal kriegen, haben wir Wastelands ganz regulär gekauft. Jedenfalls bestand die Spieltruppe in Wastelands nicht mehr aus Fantasy-Figuren, sondern aus Rangers, die die USA nach einem Atomkrieg durchstreiften, den Geigerzähler stets bei Fuß. Das Spiel zeichnete sich durch einen düsteren No-Future-Humor aus. Das war ja noch in den 80er Jahren. Selbst uns Kindern war damals bewusst, dass ein Atomkrieg eigentlich jederzeit losbrechen konnte. In der Schule kriegten wir den Film The Day After verabreicht. Ich erinnere mich lebhaft an unter der nuklearen Hitzestrahlung schmelzende Milchflaschen und daran, dass Grün nämliche Gesichtsfarbe kriegte. Beim Film. Außerdem hatte mein Vater im Keller einen Schutzbunker bauen lassen. Der Beton gewordene Albtraum zeugt noch heute von der damals real drohenden Gefahr. Auf den 4x2 Metern hätte dann die achtköpfige Familie einen Monat ausharren und von den schimmligen Äpfeln leben müssen, die wir dort eingelagert hatten. Den Kids von heute entgeht bei Gamen der Gefühlsmix eines solchen plausiblen Horrorszenarios. Sie müssen mit an den Haaren herbeigezogenen Storys von wahlweise zu Zombies oder Vampiren mutierenden Viren aus dem Weltall Vorlieb nehmen. Aber jetzt zurück zu Wastelands. Unsere Spielfiguren, die Rangers, mussten sich oft ihren Weg durchkämpfen. Die Kampfsimulation schilderte das Spiel nur über eine Textausgabe und ließ so viel Raum für unsere Vorstellungskraft. Unsere Rangers hatten zu Beginn des Spiels wie üblich sehr mäßige Skills, also Fähigkeiten. Die ersten Schüsse auf strahlengeschädigte Irre gingen immer ins Leere. Bei näherem Herantreten nutzten meine Rangers die Rifle als Knüppel, um die Aggressoren zu erledigen. Interessanterweise steigerte das bei Erfolg auch das Schieß-Skill, sodass binnen kurzer Zeit, wenn Wasteland vermeldete, dass einer meiner Ranger sein ganzes Magazin auf die Gegner lernte, Empty's a Clip, hat es dann geheißen, eine Handvoll Gegner gleich ins spärliche kalifornische Gras bissen. Als zäher Gegner erwies sich ein raufender Mönch. Der war im Nahkampf unbesiegbar. Um diese Herausforderung zu meistern, mussten wir ein paar Low Rockets, also Low Aviation Rockets, beschaffen und ihn aus der sicheren Distanz bombardieren. Rangers beschießen Wrestling-Mönche mit Boden-Boden-Raketen. Rückblickend sind die heutigen Vampir-Zombies vielleicht doch nicht so abwegig. Genau. Die schauen, vielleicht springe ich da ein kleines bisschen noch wieder. So, nach diesem kleinen Einblick ins Spiel nun endlich zurück zur Geschichte mit meinem kleinen Bruder. Eine der Missionen der Rangers bestand darin, eine noch intakte Interkontinentalraketenabschussbasis zu zerstören. Dazu musste die Selbstzerstörungssequenz der Basis aktiviert werden. Wenn das gelungen war, gab es einen Countdown und der zeigte die Zeit, die blieb, um zu türmen. Grün und mich nahm es brennend Wunder, was wohl geschehen würde, wenn man in der Basis bliebe. Sicherlich wäre es nichts Erfreuliches. Diesem Risiko wollten wir unsere mühsam hochgezüchteten Rangers nicht aussetzen. Der kleine Bruder, der uns aufgrund mangelnder Englischkenntnisse ständig in den Ohren lag, was er zum Lösen einer Mission tun müsse, bot sich unfreiwillig als ideales Versuchskaninchen an. Wir ließen ihn und seine Ranger-Truppe die Selbstzerstörungssequenz ausführen, ohne deren Wirkung zu erklären. Es erwies sich aber doch als recht schwer, ihn in der Basis zu halten, wo es weiter nichts zu tun gab. Wir schickten ihn von einer Ecke des Gebäudekomplexes in die nächste. Der Countdown machte ihn sichtlich nervös und er dauerte auch noch verdammt lange. Als er endlich bei Null angelangt war, wurden wir mit einer der besten Grafiken des Spiels belohnt. Ich glaube, die Atomexplosionsszene beim Kinderspielplatz in Terminator 2 war von dieser Wastelands-Animation inspiriert. Die Rangers des kleinen Bruders hoben sich noch kurz als Schatten vor einem Atomblitz ab, bevor sie zu Staub zerrieselten, während sich im Hintergrund ein majestätischer Atompilz erhob. Mann, war das fies.
Unangenehmerweise speicherte Wastelands den Spielstand sofort ab, dies wohl auch, um Manipulation schwieriger zu machen. Dem kleinen Bruder gelang es zum Glück in einer sehenswerten Rettungsübung am Diskettenlaufwerk doch noch seine Party, also seine Spieler, ab einer älteren Sicherungskopie wieder zu beleben. Aber ich glaube, er war schon ziemlich sauer. Vielleicht ist das einer der Gründe, warum er später mit dem Kartengenerator vom Panzerstrike unser Heimatdörfchen nachgebaut hat. An wen er wohl dachte, als er mit den deutschen Panzern über unser Haus rollte. So. Fertig. Wenn nicht, habt ihr noch Fragen? Genau. Ja, ich glaube, um 5 Uhr ist der fertig. Ich könnte höchstens noch einfach ein paar Bilder da noch zeigen, bis jemand kommt und sagt, wir sollen aufhören. Machst du heute noch etwas mit den CD-Einsätzen? Nein. Also ich habe immer mal wieder, immer wenn ich einen sehe, es war auch beim letzten Vintage Computer Festival irgendwie vor Corona, da hat einer auch so einen Simulator gehabt und wirklich so eine coole, riesen Sammlung, gleich auf Knopfdruck, zack, war es irgendwie im Laptop drin und sah aus wie echt, oder? Und da habe ich einfach ein bisschen gezockt wieder und gemerkt, hey, einige Spiele gehen noch. Also, zwar keine Ahnung mehr, wie man sie laden muss und so, aber wenn es mal drin ist, dann funktionieren die Reflexe noch. Ja. Aber sonst im Moment habe ich wieder eher so eine Schachphase, aber ja, genau. Vielleicht, aber eben das sieht man ja eigentlich alles, das sieht man ja eigentlich alles da draußen fast besser, oder? Das war das allererste, das wir hatten, oder? Der Pong. Und den hatte ich auch mal irgendwie, Donkey Kong. Und das hatte ich auch gerne. Das ist im Outline, das war ja in Zürich, das ist leider eingegangen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gab so einen Flipper-Sammler, der hatte auch Computerspiele und da konnte man irgendwann mal im Monat, hat das aufgemacht, leider eingegangen mit Corona. Und das war eigentlich der Prospekt, der uns dann zum Kauf entschieden hat. Der dachte, nehmen, das sei wirklich besser als der C64, oder? Das war ganz topmodern. So sah der Prospekt aus. Und so sah er dann, also es ist ja vorher, nachher, oder? Das ist nach einer langer, langer Gamezeit, oder? So ziemlich hinüber. Oder bevor ihn dann endgültig wegging. Noch das Fastload-Modul gab es da noch, um noch schneller Diskette zu betreiben. Und da die verschiedenen Equipment, da Joystick habe ich auch draußen gesehen, der ist ein bisschen der wackeligere, da konnte man selber flicken. Und der ist irgendwie der unzerstörbare. Und Spielesammlung, und eben so diese Listen, oder? Aber es sind so 3 von 4 Blättern, aber irgendein Sammelstand gegen Ende, irgendwie 800, 900 Spiele. Was hast du vorhin gesagt? Du hast vorhin ein Spiel erwähnt, habe es wieder vergessen. Wispol, da wäre dann irgendwie was auch. Da habe ich Sammelgames gesehen. Wispol. Ja, das war also. Ich glaube, insgesamt waren es dann irgendwann fast 1000 Spiele oder so. Da konnte man gar nicht mehr alles spielen. Es war wirklich nur noch Sammeln. Ja, die Liste hat auch schon besser ausgesehen. Genau. Was sind denn die 2 Zahlen? Ja, ich glaube, das erste ist die ich glaube, das war mal schön. Das eine ist die Nummer der Diskette, auf der es war, oder? Die Disketten musste man dann nummerieren, oder, dass man das Zeug wieder findet. Und das andere ist, glaube ich, die Größe. Also die ID ist, glaube ich, die Diskettennummer. Und das andere ist irgendwas mit Blocks, oder ich weiß auch nicht. Irgendein Indiz auf die Größe des Spiels. Ja, genau. Da können wir jetzt ein Quiz machen, ja. Genau. Ja, es gab also eben, da gab es zum Teil auch. Es gab ja auch ein paar seriöse Anwendungen. Ja. Genau, und der Beweis, dass wir es gekauft haben, Spiel erzählt, oder Panzerstrike auch. Dann eben waren wir ein bisschen kreativ unterwegs, da gab es ja so von Garfield, so ein Comic Creator, wo man dann selber das Garfield, also Elemente hintun konnte. Das haben wir eigentlich noch recht geliebt. Ich nehme an, die Comics wurden auch so gemacht, oder? Aber naja.
Schulaufsatz mit dem C64. Und das war auch noch ganz nett, oder? Auch Wastelands und eben auch der Bartstay, da muss man zum Teil die Karten selber, das war so groß, da musste man Karten machen und das konnte man dann auch den Spielezeitschriften einsenden, gab dann irgendeinen Preis oder so. Da ist dann die Antwort vom Happy Computer, sorry Freak, oder? Das gibt viel zu viele Einsendungen zu deinem Spiel. Hat der Anatol unterschrieben, der ist glaube ich noch bekannt. Genau. Ah ja, du konntest mal eins. Ja, genau, wir waren einfach zu langsam. Aber es hat auch so Spaß gemacht. So, und da gab es dann noch diesen Comic, der Starkiller, da kam der Trantor vor. Genau, und das ist so mein Schlussbild hier. Der hat dann immer alles niedergebrannt am Schluss vom Comic, wenn man ihm in die Quere kam. Genau. Gut, eben, da könnt ihr gerne noch so einen Flyer mitnehmen. Also ich bin auch auf Facebook noch leider, also Mark Graf, Autorenseite, da tue ich ab und an, wenn ich was Lustiges sehe, über den C64, tue ich das auch posten. Also ich glaube, von letzt hat mir ein Freund das zugeschickt, ich weiß nicht, ob der es kennt, oh, falscher Browser, da hat einer ein Akkordeon gebaut aus C64ern, wo ist der Kerl da? Oh, jetzt habe ich wahrscheinlich kein Internet mehr. Ich weiß eben nicht, ob es fake ist oder nicht, aber es sieht wirklich extrem professionell aus. Er hat da kein Internet mehr. Also auf YouTube habe ich das gesehen und dann hat er das geschrieben, wie er das gemacht hat und so. Eben, genau, er hat wirklich, das sah sehr glaubwürdig aus. Ja. Aber den Code hat er nicht publiziert oder ein Einblick gemäht oder so? Ich habe auch nur das Video gesehen, aber wenn es nicht wahr ist, ist es gut erfunden, sagt man doch, oder? Das ist auch auf YouTube. Ja, ich habe das ja nur verlinkt, da genau von YouTube, genau. Jo, ich glaube, jetzt Feierabend, oder? Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Cool. Kaufen, super. Es wird ja immer günstiger. Ja.